Hoher Besuch bei der konstituierenden Sitzung des Niederösterreichischen Landtages nach der Landtagswahl am 28. Jänner 2018. Der ehemalige Landeshauptmann Erwin Pröll hat von der Galerie aus das Geschehen beobachtet. Kennzeichen dieser Angelobung: Es ist eine Landtagssitzung mit personellen Veränderungen. Nicht weniger als 24 der 56 Landtagsabgeordneten sind mehr oder weniger neu, dazu auch 4 der 9 Mitglieder der Landesregierung, darunter auch der scheidende Landtagspräsident Hans Petz. Und wenn ich heute die erste Sitzung in der 19. Gesetzgebungsperiode eröffne, so ist es gleichzeitig meine letzte Landtagssitzung. Nicht nur in meiner Funktion als Präsident dieses Hohen Hauses, sondern ich werde dem Landesparlament mit der Wahl des neuen Präsidenten nicht mehr angehören. Hans Benz von der ÖVP war seit 2008 Präsident des Landtages. Sein Nachfolger, Herr Magister Karl Wilfing, ist mit 56 Stimmen zum Präsidenten des Niederösterreichischen Landtages gewählt. Mit 53 von 56 Stimmen der Abgeordneten wurde im Anschluss an die Wahl des Landtagspräsidenten Johanna Mikl-Leitner zur Landeshauptfrau gewählt. SPÖ, FPÖ und NEOS haben bereits im Vorfeld angekündigt, sie in das Amt zu wählen. Ich gelobe, so wahr mir Gott helfe. Die Niederösterreicher haben am 28. Jänner den Stil und den Weg des Miteinanders gewählt, haben mir und meiner Partei ein ganz großes Vertrauen ausgesprochen. Und dieses Miteinander ist mir persönlich sehr wichtig. Ich habe dieses Miteinander in den Mittelpunkt des Wahlkampfes gestellt. Ich habe dieses Miteinander in den Mittelpunkt meiner Regierungserklärung gestellt, weil ich fest davon überzeugt bin, dass wir im Miteinander mehr für Niederösterreich und die niederösterreichischen Landsleute erreichen können. Bei der Wahl und Angelobung der übrigen Mitglieder der Landesregierung wurden mit Martin Eichtinger, er erhielt 53 Stimmen der Abgeordneten, sowie Christiane Teschl-Hofmeister, ebenfalls mit 53 Stimmen gewählt, 2 neue Regierungsmitglieder für die ÖVP bestellt. Na, es hat sich grundsätzlich alles geändert und nichts, wenn man das so beantworten kann. Es ist natürlich eine völlig neue Aufgabe, es wird sehr zeitintensiv werden, darauf bin ich eingestellt, aber grundsätzlich bleibt gleich, dass man wie früher im Journalismus auch einfach wahnsinnig viel im Land unterwegs sein wird müssen und wird dürfen und mit vielen Leuten ins Gespräch kommt. Und auf das freue ich mich wahnsinnig, weil das in meinem Ressort besonders fruchtbringend ist, glaube ich, weil man mit Kindern arbeiten kann, weil man mit älteren Menschen arbeiten kann und weil man so direkt sieht, was das bewirkt, was man tun kann. In ihrer Regierungserklärung stellte Mikl-Leitner genau diese Themen in den Mittelpunkt, ging auf Arbeit, Gesundheit, Mobilität und Familie ein und betonte erneut das Miteinander. Bei meinem Amtsantritt konnte ich sagen, wir bauen auf das beste Niederösterreich, das wir jemals hatten. In 5 Jahren möchte ich sagen können, wir haben das modernste Niederösterreich, das es jemals gab. Dafür will ich arbeiten mit den Menschen für Niederösterreich. Danke. 29 statt bisher 30 Mandate umfasste die Landtagsriege der ÖVP. Damit hält sie auch weiterhin die absolute Mehrheit im Landesparlament.